Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zur Chaos-Kolonie. Mir ist gerade aufgefallen, nachdem ich das Spiel geladen habe, wie unfassbar langsam das Ganze schon hier eigentlich ist. Die reinste Ruckelshow. Und um das zu verbessern, hatten wir ja angefangen, hier den unendlichen Tank zu bauen. Ich habe dann jetzt nach hier was gegraben, da was gegraben, hier was gemacht, da was gemacht. Ich möchte das Ganze gerne möglichst schnell zum Ende bringen. Jetzt habe ich ein paar Punkte, die ich dafür machen möchte. Wir haben hier zum einen ein bisschen was an Strahlung hier und da. Das kommt aber nur, also in den Uranbereichen, das kommt rein von den Keuchwurzeln. Ansonsten ist da nichts. Deswegen werden wir auch die alle jetzt ausgraben und auch das Material alles versammeln. Und was wir ebenfalls machen werden, und das ist so ein bisschen das, was ich mir überlegt habe, fürs Aufräumen, um das vielleicht zu beschleunigen. Ich weiß nur gar nicht, ob ich das heute schon schaffe, das zeitlich euch zu zeigen. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben sowas Ähnliches schon mal gemacht und das würde ich gerne heute wieder machen. Also als erstes Mal müssten wir hier so einen Zwischenbereich finden, wo wir alles, ups, wo wir graben können. Also von dem wir oberhalb dann alles ausgraben können, so muss ich sagen. Ne, dass man beispielsweise sagt, man nimmt jetzt das hier als Grenze und fängt dann an, das hier zu bauen. Man kann gerne auch hier nach oben, hier nach unten dann so ein bisschen graben, aber dass das hier die obere Grenze sein sollte. Ich trage das mal hier exemplarisch schon auch an allen Stellen ein, wo wir so noch nicht rankommen. Ob das auch passt, aber das sieht eigentlich ganz gut aus, so dass man von da aus sich hier komplett durchgraben kann. Ja, das passt sogar perfekt mit dieser Höhe, Mensch, als ob ich es ausgemessen hätte. Aber ne, das war tatsächlich Zufall, weil ich die Höhe hier angenommen habe. Ja, so, dann geht es hier auf der anderen Seite weiter. Auch hier graben wir uns einmal durch. Das passt jetzt mit dem Vulkan hier ziemlich gut. Das passt zwar hier nicht gut, aber ist egal. Wir haben ja gesagt, wir können hier ein bisschen nach unten und oben, aber das sollte auf jeden Fall so ausgegraben werden. So, dann bauen wir hier ein paar Leitern, dass wir da überall durch können. Das gleiche noch dort. Und ich würde es fast auch hier im Eisbiom machen, weil da sehe ich auch die Gefahr, dass es schmelzen könnte. Was haben wir hier? Eis. Da ebenfalls. Eis, Eis. Eis, Eis, Baby. So, dann haben wir hier Sand. Da machen wir das auch mal. Obwohl eigentlich wäre es ja noch schlauer. Wir machen das Ganze durchgehend, oder? Ach, ich weiß auch nicht, was immer schlau und nicht so schlau ist. Okay, so, das ist dann Schritt Nummer 1. Was ich mir dann überlegt habe, ist ein recht einfaches System. Das habe ich mir nicht neu überlegt, aber mir kam der Gedanke. Und das Schwierigste wird da wahrscheinlich hier die Höhe nach oben zu überwinden. Da muss ich mal, das können wir eigentlich mal irgendwo ausprobieren, wie wir das machen. Beispielsweise hier. Also was. Erstmal zeige ich euch, was ich mir überhaupt überlegt habe. Und zwar das System. Wir bauen einen Räumer und packen dann an die maximale Reichweite vom Räumer. Das ist, glaube ich. Ich muss das mal eben gucken. Vier Felder nach rechts. Okay. So, das heißt, das wäre dort. Dann kommt der Räumer nämlich an, doch der Räumer kommt an den Ausgeber ran, kommt aber nicht an das Material, was darunter fällt. So, und dann würde ich hier eben den nächsten wieder bauen, der nur an das Material rankommt und nicht an den Ausgeber, und der wiederum kommt dann an den ran. Ne? Und so immer weiter. So werden wir das Zeug von links nach rechts hier an die Leiter bringen und von rechts nach links. Und dann müssen wir aber noch hier nach oben hin zum Lager. Und das würde ich ebenfalls gerne versuchen, so zu machen. Und da wird es dann vielleicht etwas komplizierter.
Weiß ich auch nicht. Und zwar müsste man das hier so handeln, dass... beginnen wir mal anders. Ich war jetzt auch blöd, dass ich alles abgerissen habe. So, dass wir hier den einen Ausgeber haben. Ja, eigentlich ist es ja ziemlich simpel. Und dann müssten wir den so bauen, dass wir hier wiederum an die unterste Kante rankommen. Und der dieser Ausgeber... stopp. Der nächste aus... Warte, wie markiere ich mir den Bereich jetzt am besten? So. 4. Na, komm schon. So, das ist der Bereich, den wir, genau, den wir erreichen können. So, dann machen wir wieder den hier und müssten dann schauen, dass wir das so machen. Der muss dann da auf einem Ziegel stehen. Da muss ein Ziegel hin und der nächste wiederum. Aber da wird es dann nämlich problematisch. Wie machen wir das dann? Weil der... muss ja den unteren erreichen können, soll es aber dann nicht in den reinpacken. Da müssten wir damit Prioritäten arbeiten. Dass der hier eine, der hier hat eine Prio von 1, der hier hat eine von 2, der nächste von 3 und so weiter. So irgendwie müssten wir es machen. Ja. Und das müssen wir jetzt ein bisschen versuchen in die Praxis hier umzusetzen. Wir haben ja an der rechten Seite Gott sei Dank relativ viel Platz. Da werden wir das Ganze gleich mal versuchen. Was wir aber erstmal eben machen sollten, ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Dankeschön für den Hinweis. Das hier ist, Calypso ist unsere Sammelrakete, oder? Die haben wir jetzt kurz, glaube ich, dahin geschickt wegen Sauerstoff, genau. Dann schicken wir dich nochmal zurück. Er darf noch ein bisschen sammeln. So, aber den Fehler haben wir hier in dieser Rakete gemacht. Da habe ich nämlich... Warum hat denn der Probleme mit dem Atmen? Ach so, weil der einen Schutzanzug noch anhat. Er erledige erst dein Geschäft. So, dann ziehen wir den aus. Den Fehler habe ich hier gemacht, indem ich hier Plastik reingepackt habe, weil ich... ja, einerseits, weil ich dumm bin, aber... weil ich auch da nicht richtig überlegt habe. Nämlich bei dem Teleskop ist es natürlich so, dass das kein Plastik braucht, sondern das funktioniert einfach. Plastik hätten wir gebraucht für die Forschungsstation im Weltall. Das habe ich leider verwechselt. Was ich in der anderen Rakete hier drin habe, ist Erde für unser Plumpsklo. Ja, das müsste ich nochmal tauschen. Ich meine, wir haben jetzt noch hier ein bisschen was drin und ich hoffe wirklich, dass das ausreicht. Aber damit ich das nicht nochmal vergesse, lassen wir da das Plastik schon mal raus und stellen das schon mal ein, damit wir es bei der nächsten Landung dann umsetzen können. So, wo bist du? Du bist, ach Gottchen, wird jetzt schon so viele Ladungen von der Toilette weg. Ich wollte ja eigentlich ist denn hier verbleibende Menge? Okay. Achso, das wird jetzt schon erforscht. Ich wollte eigentlich hier möglichst viel noch erforschen, weil wir hier ja noch einen ganzen Schwung Reichweite hätten. Aber das wird... ja, entweder lassen wir ihn in die Rakete machen oder wir unterbrechen das Ganze. Ich weiß noch nicht so richtig. Mal schauen, was es von den beiden wird. So, ja, nachdem ich euch jetzt viel Theorie heute erzählt habe, was ich mir gedacht habe. Achso, warum ich das machen will, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, weil eben die Transportschienen, wie ich das
hier mache, um das Material von dort aus dahin zu bringen, relativ langsam ist, nämlich eben nur 20 Kilogramm pro Sekunde. Bei dem anderen geht natürlich viel, viel, viel mehr. Da kann man solche Sachen viel schneller aufräumen. Und das wird ja durchaus viel Material sein. So, hier hattet ihr mir geschrieben, dass die eine Dampfturbine da möglicherweise beim Kobaltvulkan nicht gegen ankommt. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt so sehen. Weil falls dem so wäre, müssten wir ja hier eine viel, viel höhere Temperatur haben. Das haben wir nicht. Wir sind ja trotzdem bei 130 Grad. Andersrum spricht jetzt auch nicht unbedingt so ganz viel dagegen, hier eine weitere dazu zu bauen. Es müsste dort sein. Und das Stromkabel da. Das ist alles schon 8, okay. Gut, warten wir eben, bis die zumindest kommen, um die Leitern zu zerlegen, damit wir den Auftrag für die Dampfturbine schon mit reinbauen können. So recht. Will hier aber noch niemand, oder? Jetzt glaube ich. Ne, immer noch nicht. Hä? Es sind 8er Aufträge und es kommt einfach niemand, okay? Kann man mal so machen. Oder habe ich die hier auch alle auf 8? Das wäre natürlich dumm. Ja. Es wäre nicht dumm. Es ist dumm. So, jetzt werden sie aber kommen. Ja, da. Das wird trotzdem erst alles. Ah, jetzt wird zerlegt. So. Okay. Dann sollte uns das auf jeden Fall gelingen, da die Hitze rauszubekommen. Hier blicken wir noch mal eben rein. So. Ach so, ja genau. Ich wollte jetzt nach viel Theorie mit der Praxis anfangen. Vermutlich eignet sich da am besten hier rechts der Weg, weil wir, obwohl wir haben, ne, wir haben mit links eigentlich auch schon relativ viel Platz. Versuchen wir das doch mal hier an dieser Seite. Okay, wenn ich es so mache. So, das sollte der erste hier sein. Und jetzt wird es halt kritisch, das auszupendeln. Wir müssten ja eigentlich. Eins, zwei, drei. Hier wäre theoretisch der Ort, wo wir noch rankämen, richtig? Da sogar. Okay, dann müssten wir an der Stelle einmal die Leiter wegnehmen. Wir packen hier eine Quatsch da so Ziegel hin. Und der nächste wäre dann dort. Jetzt müssen wir gleich mal eben austesten, ob das vom Winkel her hier dann passt. Ja, das geht, dass wir da rankommen. So, und dann machen wir da den nächsten.
Ist ja eigentlich so relativ simpel. Muss immer unterhalb, habe ich den Abstand immer gleich, ja, ne, immer drei Felder. Ups. So. Dort immer die Leiter entfernen. Und der hier muss dann jeweils immer so platziert werden. Dass wir so gerade eben das erreichen können. Hier müssen wir dann das gleiche, das Ganze gleich nochmal ändern. Vielleicht gehen wir da einen irgendwo nach rechts kommen. Ja, müssen wir mal schauen. Wir bauen erstmal diesen Abschnitt hier fertig. Ich würde hier auch mal stromtechnisch die Leitung hier nutzen. Sind noch nicht überall die Leitern zerlegt, noch fast nirgends. Da fehlt's noch. Theoretisch kann man hier schon starten. Wir können ja einfach die gleichen Einstellungen nehmen wie hier. So, nur mit dem Unterschied. Keine manuelle Bedienung und nur beim Aufräumen rausnehmen. Und jetzt fängt der automatische Räumer eigentlich an. Ach so, ja, das funktioniert natürlich so nur bedingt. Also den stellen wir hier mal auf 1. Ich stelle einfach mal erst alle auf 1. Ich kann ja die Prio gleich hochstellen. Ja. So, einmal die Nase befreit. Das ist schon. Mensch, Mensch, Mensch. So, da, da. Und da. Jetzt fehlt der hier oben noch. Aber wir können jetzt hier schon mal beginnen. Daraus machen wir eine 2, daraus eine 3, 4, 5, 6, 7. Und das wird dann jetzt gleich eine 8. Den hier können wir, ne Quatsch, den können wir nicht ausschalten, weil der bringt ja gleich nach hier oben her. So, erst das kopieren und dann daraus eine 8 machen. So, und was jetzt passieren wird hier, ist schon mal alles, was der hier an Material in Reichweite hat, wird hier hochgebracht. Soweit. So gut. Jetzt müssten wir das Ganze eigentlich noch hier runterfallen. Oh, hier musste ich. Ne, hier nicht. Hier musste ich. Hier hätte ich aufpassen müssen, ob wir irgendwo unfassbar viel Gasdruck haben, weil man sieht hier schon, CO2 war hier durchaus vorhanden. Das wird Gott sei Dank hier recht schnell auf weggepumpt. Dann hier nach unten gebracht. So, eine Ergänzung hier. Ich vertraue euch da mal, dass ihr damit keine Probleme habt, wenn ihr hier den Druck erhöht.
Das werden wir jetzt mal machen. Damit ich es nicht vergesse zu bauen. Ah, okay, wird schon zerlegt. Da direkt einen Hochdruckgasabzug. Dann können wir nämlich das CO2 schnell loswerden. So, was ich gerade eigentlich sagen wollte, ist, wir verlegen jetzt hier die Leiter nach hier. Inklusive Rutschstange. Und dann können wir nämlich das System hier auch noch verändern. Ja, das bringt natürlich, oder wird gleich dazu kommen, dass das hier, dass der nichts mehr aufzusammeln hat, aber das ist alles gut. Das wird ja noch angepasst, ist ja Work in Progress. Jetzt müssen wir das ganze System quasi hier einmal rückwärts bauen. Und zwar bekommt, obwohl ne, wir machen das so, dass ich hier die, ja, das hätte ich direkt so machen sollen. Ey, dass wir hier die Leitern zwischenbauen, dann können wir hier auch besser ausgraben. Wo erstickt da jemand? Ach, jemand in der Rakete. Ja, logisch. Percy Creeper ist am Sammeln. Ja, das Blöde ist halt, dass diese Rakete, wo ist sie denn hier? Dass die fürs Sammeln zuständig ist, dass wir da keinen Platz haben für Solarmodule. Dementsprechend können wir das nicht anders handhaben, aber... Oh, Entschuldigung und danke für die ganzen Gesundheit, die sicherlich jetzt im Chat stehen werden. Nicht im Chat, ich bin gedanklich noch im Livestream. Oh, gleich noch einer hinterher. Der war jetzt aber mit Mikro aus. Diesmal war ich schnell genug. Und noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt... ja, ich bin ein wenig erkältet. Man hört es. Es kam zum Ende des Streams schon durch. Jetzt auch wieder. Ja. So, wir haben jetzt das geänderte Ziel eingetragen. Das heißt, Sauerstoffpumpen und Co. funktionieren wieder. Und Nummer 4. Okay. Ja, vielleicht möchte mein Körper mir damit auch irgendwas sagen. Ich weiß nicht so recht. Aber vielleicht war das auch einfach, das Signal, das Video an dieser Stelle zu beenden. Ich versuche das nochmal schnell, bevor der nächste Nieser kommt. Oh. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil wir jetzt eine Lösung haben, wie wir das hier gut und halbwegs schnell hinbekommen, weil ihr seht das, mit jedem Mal, wo der hier was hochpackt, sind das 1000 Kilogramm, die hier bewegt werden, im Vergleich zu 2 Kilogramm. Ja, also das ist zu 20 Kilogramm. Das ist eben der Vorteil an dem Ganzen. Das werden wir hier jetzt erweitern, noch im nächsten Video, von rechts nach links, von links nach rechts, und dann werden wir hier anfangen, auch den Rest noch auszugraben, und dann brauchen wir nicht von hier überall manuell aufräumen. Das müssten wir dann nur noch mal da machen. So wie hier, wo wir schon Ziegel gebaut haben. Aber an anderen Stellen sollten wir das komplett bis unten durchfallen lassen können. Für die Flüssigkeiten muss ich mir dann natürlich auch noch was überlegen. Aber deswegen habe ich hier erstmal diese Höhe angenommen. Dann kann sich in diesen Zwischenbereichen wie hier die Flüssigkeit sammeln. Ja.
Gut, also danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.